Warum hast du ihm nichts reingesteckt? Weil ich böse bin. Ich bin ein böser Mensch. Ich kann dich das nicht tun lassen, Dave. Willst du ihm was rausziehen oder was reinstecken? Na, wir ziehen jetzt erstmal raus. Wir fangen einfach mal an. Wir fangen einfach mal so an, wie man sonst auch. Du kannst ja nicht auf die Diskette fassen, was bist du für? Ich fasse überhaupt nicht auf die Diskette, das ist in der Mitte. Ich würde sagen, wir sind alle grün und go und. Grün, nee, grün ist der Monitor und die Hoffnung. Nein, grün ist, das ist doch das fünfte Element. Er ist gar nicht grün. Grün. Ich hoffe, du bist grün, aber deine Haarfarbe passt halt nicht. Die Haarfarbe passt schon, aber die Frisur nicht. Aber bei dem einen, aber der andere hat doch auch so, egal. Ach, ich glaube, wir kommen vom Thema ab. Wenn wir so weitermachen, verhandle ich auch gleich so mit dir wie im fünften Element. Oh nein, danke. Aber du bist nicht Bruce Willis. Entschuldigung. Aber ich will es. Das ist ein IBM. Das ist ein IBM, ja. Ein Personal Computer steht drauf. Das ist einer von den Computern, von denen die Leute damals behauptet hätten, mehr als 100 bräuchte man da eigentlich gar nicht so weltweit. Vielleicht waren es auch 1000. Aber das ist auch nicht so schlimm, weil ich habe einen davon. Die Welt hat nicht genug. Jetzt hat nicht genug Altcomputer für mich, genau. Wenn man hinten drauf guckt, was ihr jetzt natürlich nicht könnt, weil ich dahinter sitze, dann sieht man auch, dass es ein IBM 5150 ist. Das ist nämlich der erste IBM PC. Und wer glaubt, dass der PC nach dem XT und nach dem AT kam, der liegt falsch. Weil der PC, IBM PC, war der erste IBM PC. Und danach kam ein IBM XT und dann kam ein AT mit 286er und so weiter und so fort. Der Klopper hier, der entstand in einer Zeit, als die Homecomputer auch schon nicht schlecht waren, also Apple und Commodore genau, gab es schon. Atari. Das weiß ich nicht, Atari hatte ich nie. Wahrscheinlich weiß es keiner von den Zuschauern. Und wenn es geht, dann können sie es ja und so weiter. Ist es 82 rum? Ich bin jetzt nicht ganz... in diesem Bereich, sagen wir 82, 80er. 83, in den 80ern, also wenn ich mir jetzt hier auf die... Ja gut, die Festplattenkarte ist natürlich relativ neu. Die Festplatten waren schon ziemlich modern. Das Laufwerk ist von 79, also Anfang der 80er. In diesem Bereich, ja. Anfang der 80er. Und das Ding, das hat ja so $5000, glaube ich, gekostet, also war richtig teuer. Ohne Monitor, oder? Nee, ich glaube so als All-Inclusive. Aber nur mit zwei Diskettenlaufwerken, ne? Also wir wollen mal ganz ehrlich sein. Gab's den, da bin ich jetzt gar nicht sicher, gab's den jetzt sogar mal mit einem nur, was furchtbar ist, weil wenn du es IFM hast du ja normalerweise das Betriebssystem gehabt. Ich glaube, den gab es immer mit zweien, aber die waren auch furchtbar. Also die Laufwerke, die da jetzt drin sind, das ist schon ein richtig gutes. Das hat nämlich 160 Kilobyte Speicherkapazität. 160, nicht 180. 160. Formatiert entsprechend auf IBM. Das ist ein 5,25 Zoll Floppy-Laufwerk. Also das sieht man ja hier so. Also Floppy deswegen, weil ein bisschen schlapp. 5,25 Zoll, weil... Mit schlappen Sachen kennt er sich halt aus. Schlapp, ja. Ich lach mich schlapp. Da passte so viel drauf, das konnte man gar nicht fassen. Also früher hat man ja Kassettenrekorder genommen, um seine schlechten Spiele zu laden oder zu speichern. Und so eine Diskette war erstens deutlich schneller und zweitens passte da auch irre was drauf. Also in diesem Fall 160K und das war schon besser. Das erste Floppy, das erste wirkliche 5,25 Zoll Floppy, was es von Shugart gab, war das Modell SA400. Das ist dieses hier. Das ist single-sided. Kann auch nur FM-Modulation, also kein MFM. Und da passen ganze 90 Kilobyte drauf. Ich bin jetzt erstaunt, weil ich kenne die echt nur mit 360 als kleinste Größe. Ja, das ist die Gnade der späten Geburt. Gut, also... Für alle, die etwas später geboren sind, 360, 27 und dann auf den anderen 1,44. Aber davor gab es eben noch 90 und 160. Funktionieren tun die allerdings alle gleich. Also man hat eine drehende Spindel und ein oder zwei Köpfe. In diesem Fall hat man hier natürlich nur einen Kopf, weil es nur ein Single-Sided Laufwerk ist. Hier hat man sogar noch die Motorelektronik, wenn man das vielleicht sieht, separat gehalten. Und diese Laufwerke, die sind stockdoof. Also die machen im Prinzip genau das gleiche wie die alten 8-Zoll-Laufwerke. Da kann man sagen, mach bitte einen Schritt nach innen oder einen Schritt nach außen. Sag mir bitte, ob das Indexloch gerade vorbeigefahren ist und schreibe einen digitalen Datenstrom oder lese einen digitalen Datenstrom. Wenn man rausfinden möchte,
was auf der Platte wirklich drauf ist oder auf dem Floppy, da braucht man einen Controller. Und die waren damals auch ein bisschen größer als heute. Das ist jetzt schon was Modernes. Das ist ein IBM, Original IBM Festplattencontroller. Also Festplatte ist jetzt, deswegen hießen die auch Festplatten, das ist der Klopper da links. Ja, genau. Und gegenüber einigen falschen Behauptungen, das ist einfache Bauhöhe. Ja, das ist einfache Bauhöhe. Entschuldigung, habe ich mich echt vertan? Also, ja. Nee, habe ich jetzt gar nicht aufgepasst, ob du das falsch gesagt hast. Nein. Das ist einfache. Alle anderen, die wir kennen, sind halbe Bauhöhe. Ja, und die Gnade der, sagte ich bereits. Das ist ein ganz bekanntes Seagate ST412. Das ist eine MFM-Festplatte. Das erkennt man daran, dass die hinten zwei Steckverbinder hat. Einmal den breiten für die Steuerleitung und hier den schmalen für die Daten. Und interessanterweise, da ist so ein großer 40-poliger Baustein drauf auf den Festplatten. Seagate hat da 6502 verbraten. Haben wir schon mal gesehen in einem anderen Video, ne? Genau. Und das Ding hier läuft richtig so mit Betriebssystem und so weiter. Das ist hier dann mit drin. Wie so ein kleiner 6502 Mikrocontroller. Man weiß ja, also Größe ist entscheidend und hier passen auch wirklich brutal 10 Megabyte drauf. Und das kleinste war 5 Megabyte, oder? Das kleinste war 5 Megabyte, wurde aber bei IBM nicht verbaut, soweit ich das weiß. Also zumindest nicht hier in dem PC. Es gab aber diesen PC dann auch schon als Aufrüstvariante mit dieser 10 Megabyte Platte. Das Schwierige heutzutage ist, eine Platte zu finden, die noch funktioniert, weil die Mechanik ist doch recht anfällig. Die Aluplatten, die da drin sind, die sind ja beschichtet mit so einer magnetisierbaren Oberfläche. Und die geht halt auch gerne mal kaputt. Auch vor allen Dingen, wenn man die Dinger durch die Gegend schmeißt oder per Post verschickt. Hierzu muss ich sagen, dieses Teil ist mir gerade erst vor kurzem für teuer Geld zugeflogen. Die funktioniert zu 100%. Also keinerlei Sektor. Sehen wir das dann nachher? Das gucken wir uns nachher mal an, ja. Sehen wir das auch im BIOS? Der hat ja schon ein BIOS? Der hat ein BIOS, ja. Das Interessante daran ist ja, ich habe sie auch modifiziert. Wolfgang, ah, ja, dass du da zufällig drauf kommst. Ja, ja. Da ist ein BIOS drin. Irgendwer muss sich ja darum kümmern, wie der Rechner hochfährt. Also wenn ich den jetzt mal einschalte. Also ich spezifiziere ein BIOS, wo man es einstellen kann, wollte ich natürlich. Nein, das gibt's nicht. Weil früher, ich kann mich erinnern, musste man die Festplatten ja noch konfigurieren im BIOS mit CHS, ja. Zylinder, Head, Sektor, Bad Blocks List und Scheißdreck. Das war nicht früher, das war jetzt von meiner Sicht aus später. Du Scheiße. Ja, Scheiße. Also das BIOS, was jetzt, wenn man sieht, hier ist der Cursor, vielleicht sieht man den auch auf dem Film. Du meinst Cursor. Cursor? Cursor. Potato, Potato, verstehst du? Genau. Der hat Piep gemacht und Wumpf, Wumpf. Der versucht jetzt auf die Floppy zuzugreifen, findet aber nichts. Warum hast du ihm nichts reingesteckt? Weil ich böse bin. Ich bin ein böser Mensch. Und wenn er nichts findet, und das ist das Interessante an dem IBM-PC mit 8088-Prozessor, wenn der nichts findet, hat er sogar neben dem BIOS-ROM, was da drauf ist, drei Microsoft Basic-ROMs. Oder Microsoft, ne? Das Gute. Das Gute. IBM Personal Computer Basic. Gut, da hieß es noch nicht Microsoft, aber die haben sich dann auch zusammengetan, auch bei der DOS-Entwicklung. Und wenn man jetzt hier das sieht, man kann also wirklich jetzt hier einfach ein Basic-Programm schreiben. Der startet, wenn er nichts findet, keine Diskette, keine Festplatte. Ein Monitor, also quasi fast so gut wie ein C64, bloß nicht farbig. Nicht farbig, ja. Das, was da drin ist, ist jetzt eine MDA-Karte, eine monochrome Display-Adapter-Karte. Das war noch weit vor VGA. Manche erinnern sich vielleicht noch an die Herkules-Karten, die waren schon besser. Die hatten nämlich auch eine Grafik. Die MDA ist eine reine Textkarte. Das ist das. Man denkt immer, Grafikkarte ist ja Grafik. Ja, nein, nicht unbedingt. Ne? Die haben manchmal einen großen Charakter rum und so weiter. Das ist dann halt da so. Genau. Und da werden die Buchstaben dargestellt und die einzelnen Pixel kann ich gar nicht ansprechen über die Maschinensprachbefehle. Der Monitor, der haben dann auch eine digitale Schnittstelle. Da ist es nicht mit analog und da kann man was anderes. Ja, wobei, der ist ja toll. Der hat ja nicht nur schwarz oder weiß, der hat ja auch hell oder dunkel. Also oh, der hat sogar Graustufen. 4-Bit. Ja, eben, das war dann bitweise, weil bis zu CEGA waren sie, soweit ich mich erinnere, digitale Schnittstellen. EGA auch. Ja, okay, EGA. EGA war auch noch. VGA war der erste Analoge. VGA war der Analoge. Ja, gut. Guck, Scheiße. Entschuldigung. Ja, genau. Basic. Ja, jetzt könnte man natürlich ein Basic-Programm schreiben. Da komme ich einfach mal nach vorne, sonst sehe ich ja nichts. Ja, das kommt bei den Leuten gut an. Nachher glaubt mir das ja keiner, dass man das Ding hier wirklich in Basic programmieren kann. Du hast die Hintergrundbeleuchtung umgeworfen. Oh, habe ich das?
Du hast dir einen Stoß gegeben, die war nämlich richtig schön. Ich mache das, während du hier... Also, Basic ist ganz einfach, während der da so wurschtelt. Und jetzt kommen wir zum nächsten Problem, die amerikanische Tastatur. Die schaltet natürlich jetzt nicht so ganz um, wie man es gerne hätte. 30, next. Dann machen wir eine List. Ah, da ist auch alles gefunden. Und dann macht man Run. Und dann funktioniert das. Incredible. Eines meiner Lieblings-Basic-Programme, immer schnell geschrieben, aber es zeigt zumindest, dass der Rechner funktioniert und dass er das auch kann. Also fast so schnell wie ein C64. Der, wenn ich mich erinnere, jetzt fange ich mit Klugscheißen an, der 8088 läuft mit 4,77 Der läuft Megahertz. Mit 4,77 MHz. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund, dass man die erste Grafikkarte, die es dafür gab, also die Bund-Grafikkarte, die CGA-Karte, die läuft als NTSC-Karte. Also nicht als PAL, sondern als NTSC. Mhm. Und der Farbträger ist ein Teiler von diesen 4,77 MHz. Okay, hat man zum Ableiten dann gebraucht. Ja. Ganz toll, auch schon Funktionstasten. Also auf dem IBM-Keyboard, es gab schon Funktionstasten. Das ist übrigens auch das Originale. Die sind sehr toll. Wir hätten nichts anderes erwartet. Wenn man da jetzt F1 drückt, dann kommt wirklich das, was da auch steht. Und dann hat man schon die Basic-Kürzel auch auf die Taste gelegt. Besser als die C64. Ja, sozusagen. Die Tastatur ist übrigens sehr schwer. Also die ist. Ja gut, man hat das aber auch, also jetzt erzähle ich ein bisschen noch was von der Geschichte, mit Absicht so gemacht, um den SekretärInnen divers entgegenzukommen, die ja Schreibmaschinen gewohnt waren. Ja, das klackert ja auch. Genau, das ist jetzt nicht by accident, sondern by intention. Ich könnte jetzt noch ein bisschen was über die Geschichte erzählen, oder willst du das machen? So mit 8088? Oh, versuch's mal. Du erzählst mal und ich höre mal zu. Das Unfaire ist, dass ich es natürlich nicht vorbereiten konnte. Ja, siehst du? Haben die von IBM das mehr so als, man nennt es fast schon U-Boot-Projekt, das Ganze da so, macht mal, aber macht es bitte nicht schneller als irgendwelche von den Rechnern, die wir sonst so verkaufen. Das wäre jetzt nicht so geschickt und ihr habt nicht viel Zeit, nehmt das, was gerade so rumfährt und es muss billig sein. Und aus diesem ganzen Konglomerat haben sie halt den langsameren 8088 genommen, der ist ja nur 8-Bit breit. Ja. 8086 wäre 16-Bit breit gewesen, wäre ein bisschen schneller gewesen und deutlich teurer. Die waren ja alle ganz neu und dann haben sie halt alles so zusammengewire-wrapped wohl bei dem ersten Modell, was sie halt so gefunden haben und alle Standards benutzt, die da sind. Deswegen ist das Ding ja auch, das war der Nachteil an dem Teil, so einfach nachzubauen, weil jeder Depp im Prinzip Standardkomponenten zusammenschrauben kann. Und die Diskussion ging dann damals um diese BIOS-Geschichte. Da war dann die Nachbauten, die haben dann daran gekrankt, die ersten haben einfach das BIOS kopiert. Ja, da haben sie aber rechtliche Schwierigkeiten bekommen. Genau. Das heißt, man musste das BIOS komplett selber schreiben. Es wurde aufgrund der API-Calls, wie man es heute nennen würde, dann reverse-engineert. Und dann, ich glaube, Compaq und Konsorten haben das dann nachgebaut. Ein kleines, bevor du jetzt einschläfst, so ein Sternchen. Compaq war dann witzigerweise der erste, der einen IBM-kompatiblen 386er rausgebracht hat, den IBM noch nicht rausgebracht hat. Die waren einfach schneller. Schon damals war IBM nicht wirklich schnell. So, und jetzt übergebe ich wieder zurück an Herrn Robel in unser Außenstudio. Genau. Konrad Tönz, nee, das war was anderes. Also, stimmen tut das auf jeden Fall, was Dominik da gesagt hat. Das ist alles aus Standardkomponenten aufgebaut. Ich habe hier mal eine CGA-Grafikkarte, die habe ich deswegen jetzt in der Hand, weil wenn ich die jetzt da rausziehen würde, wäre das Bild weg. Echt? Ja. Und auf dieser CGA-Grafikkarte ist ein MC6845 drauf. Das ist ein ganz popliger CRT-Controller. Also, den programmiert man über Register, der erzeugt die Synchronsignale, der greift auf den Bildschirmspeicher zu. Hier haben wir noch 16 Kilobyte Bildschirmspeicher, weil es ja eine Farbkarte ist. Und hier ist dieses besagte EEPROM, beziehungsweise es ist kein EEPROM, sondern ein maskenprogrammiertes ROM. Da ist der Zeichensatz drin. Mhm. Also, und der Rest sind ganz normale TTL-Bausteine. Also, man kann es problemlos nachbauen. IBM hat auch den kompletten Schaltplan von dem IBM-PC in seinem Manual veröffentlicht. Bin ich auch froh drum, weil die Dinger funktionieren ja nicht immer auf Anhieb, wenn ich sie bekomme und manchmal muss man auch was reparieren oder modifizieren. Das ist dann der ISA-Bus rechts. Ne? Das da, ja. Ja, genau. 8-Bit. Der 8-Bit, genau. Das ist der erste. Das kennt wieder keiner von den Jungspunden. Und wenn da noch ein Stückchen dran ist, so ein kürzeres Teil, dann ist es der 16-Bit ISA. Ab dem AT, glaube ich, erst. AT. Ne? Ab dem AT, ja. Genau.
Ja, da ist einfach der Adressbus, Datenbus drauf, Chipselect-Signale. Übrigens auch bei manchen Steckkarten ist, also die braucht, diejenige ist die, die sie braucht, die 4,77 MHz. Die Frequenz, das passt jetzt nicht Interrupt, sondern das so, das, ja, das war ja. Wie gesagt, diese Karte macht aus den 4,77 MHz das Fahrzeug. Ja, hast du gesagt, ihr habt nicht aufgepasst. Ja, das bin ich gewohnt. Wenn viele, die jetzt so Retro-Rechner zusammenbauen, die werden dann irgendwann an die Probleme landen, dass sie irgendwas tun, was für Interrupts doppelt belegen müssen und so Scheißdreck. Ja. So tolle Sachen. Das hat auch damit zu tun, dass es insgesamt wenig gab und die ja irgendwo auf diesem Bus sich dann da die Kontakte und die Funktionen teilen müssen. Ja, und die Funktionen waren ja auch ganz am Anfang noch komplett vorgegeben. Also Interrupt für das Floppy und Interrupt für die Grafikkarte und was auch immer dann da. Maus und Printer war immer beliebt, so drei, ich glaube 3 und 4 und dann gab es irgendwie die Soundpflaster, die man damit, jetzt komme ich in, ich glaube 7, kann sein, ja. 7, ja. Und dann wurde Plug and Play erfunden. Aber ich glaube, das führt jetzt das zu weit. Ist noch ein weiter Weg bis dahin. Da kommen wir heute nicht mehr dazu. Wie gesagt, CGA-Grafikkarte. Volle Baulänge, also länger geht nicht. Das ist übrigens die, wo man, wie hieß denn das, wo man dieses Kistenschieberspiel. Das, Lokobahn? Genau, das hat man in diesen, das hat diese wunderbaren Farben. Ja, dieses Magenta und Hellblau und. Ganz furchtbar. Ja, ganz furchtbar. Wenn ihr diese Kombination seht, ist das nicht modern, sondern Retro-Scheißdreck. Nein, das ist toll. Früher toll war alles besser. Toll war's. Das habe ich schon. Früher war alles besser und aus TTL. Weil mein erster Rechner hatte schon VGA. Das war gerade so an der Kippe, dass man VGA kaufen konnte. Jetzt kommen wir mal zum Thema Betriebssysteme. Also dieser ganze Rechner, wenn man den jetzt da stehen hat, ist ja ganz toll. Ich unterbreche dich nur sehr gerne. Die Leute mögen das, wenn ich dazwischen quatsche. Das habe ich auch schon gelesen. Auch deine verzerrte Wahrnehmung. Nee, die loben mich und sagen, dass irgendwie, wenn der eine weniger reden würde, wäre das Video besser. Aber ich weiß gar nicht, warum es denn. Welchen Sie jetzt meinen, ne? Ja, genau. Das Video nicht da wäre, wäre das Video besser. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, du hast mir jetzt. Betriebssystem, du wolltest MS-DOS loben. Ja, das ist ganz toll. Man kann also hier BASIC programmieren und dann hat man BASIC programmiert und dann schaltet man den Rechner aus und alles ist wieder weg. Das ist ja schon mal eine ganz schlechte Sache. Mhm. Wenn man keine Diskettenlaufwerke hat, ist man auch blöd dran, aber man ist nicht verloren. Weil auf der Rückseite, und da komme ich jetzt mal zum Punkt, auf der Rückseite, die wahre Schönheit zeigt sich auch manchmal auf der Rückseite. Soll ich jetzt einen Arschwitz machen oder das lassen wir jetzt? Nein, lass mal. Wobei manche haben sich schon beschwert, dass sie ein paar alte Altherrenwitze vermissen. Vermissen? Ja, also sie haben bei deinem Assembler-Einführungsvideo, das ich übrigens sehr empfehlen kann, ich weiß ja nur so ein Teaser-Video, aber da haben einige schon gesagt, das ist mehr. Also, mehr. Also, eigentlich alles, was man von einem PC kennt. Ich weiß jetzt nicht, was auf der Kamera drauf ist. Alles, was du haben möchtest. Der IBM 5151 ist dieser Grünmonitor. Auch ein Original. Der IBM 5150 ist der PC. Und hinten hat man nicht nur einen Stecker fürs Keyboard, nein, auch eine Buchse für den Kassettenrekorder. Ah, die stimmt, die kamen ja damals noch mit der Möglichkeit Kassettenlaufwerke. Der IBM XT ist der, PC ist der einzige IBM-Rechner, der noch einen Kassettenrekorder anschließt. Das haben sie in der nächsten Generation dann wieder rausoptimiert. Das haben sie rausgeschmissen, ja. Weil das gab es noch bei den Heimcomputern, die Kassettenlaufwerke. Hat mich übrigens neulich, ich komme vom Thema ab, aber das sind wir schon gewohnt, ja. Hat mich ein Kollege gefragt, Grüße an Stefan, wie das dann C64 war da schon Flash drin? Dann habe ich ihn entgeistert angeguckt, hysterisch gelacht und Nein gesagt und habe gefragt, ja und wo war dann das Programm und dann habe ich gesagt, google mal Datasette. Das war interessant, die Reaktion war dann interessant. Ja, das ist, also man glaubt gar nicht, wie alt wir schon sind. Das wird mir immer dann bewusst, wenn man also wirklich von sowas redet und feststellt, die Leute kennen sowas gar nicht, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Geht mir genauso. Wobei ich das ist ja fast wie das bei den Modems, so furchtbar. Auf der Datasette? Ja. Aber man konnte hören, wenn es nichts wird. Also wenn man dieses 5 Minuten Laden von Programmen, wenn es schon scheiße klang, dann wusste man schon, ach, das führt zu nichts. Oh ja. Aber kommen wir jetzt mal zu dem Thema Betriebssystem. Also, nehmen wir an, wir haben keine Datasette und wir sind schon im Besitz dieser Laufwerke, die mehrere hundert Euro gekostet haben damals, wenn nicht gar 1000. Ja, die Diskette hat auch wahrscheinlich. Und meine ersten hat vielleicht der 10er-Pack 20 Mark gekostet. Das ist ein Betriebssystem, was wirklich fein ist. Kann ich sehr empfehlen. Kommt demnächst raus. Ich glaube, das ist keine regulär lizenzierte Version, oder? Ich habe die Frage nicht verstanden. Ich verstehe es auch nicht. PC-DOS ist übrigens, um schnell vom Thema zu wechseln, die IBM-Variante von MS-DOS. Die haben das einfach PC-DOS genannt. Nein, die haben das als PC-DOS entwickelt. Das wurde dann aber von IBM, von Microsoft später übernommen. Und dann hieß es MS-DOS.
Und eine Zeit lang wurden die PC-DOS und die MS-DOS noch parallel verkauft. Da stimmte dann auch die Nummerierung ab Version 2 oder so. Also da hätte ich hätte jetzt widersprochen, ich bin aber nicht sicher genug jetzt zu schreiben. Faktencheck. Also nach meinem Wissen ist IBM bei Microsoft und bei verschiedenen anderen vorher aufgelaufen, weil sie schnell ein Betriebssystem brauchten. Und dann hat der Herr Gates gesagt, das ist kein Problem. Hat es dann irgendwo zusammengekauft? Kann auch sein. Da gucken wir mal nach. Man muss ja nicht immer alles wissen. Ich lasse das einfach mal drin, weil dann machen sich alle drüber lustig, dass du es nicht wusstest. Ja, manchmal weiß ich eben auch Sachen nicht hundertprozentig. Wir sehen wieder den Cursor. Ist auch interessant. Jetzt macht er einen Speichertest. In den früheren Rechnern hat er das nicht angezeigt. War ein bisschen öde, dauert halt, wenn man halt die. Ich habe jetzt hier die volle Ausbaustufe mit RAM. Da dauert es halt eine Zeit lang. Volle ist 640K oder wie? Nein, 250. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Echt? Also ja. Ich könnte sagen, ich habe einen Laptop, den kommt bis 640. Das ist schön für dich, der war aber deutlich neuer als der hier. Nee. Kleiner Tipp, du kannst diese alten DIL-Dynrams gegen einen Megabit-Chips tauschen, dann geht da mehr rein. Ja, das unterstützt aber hier das BIOS gar nicht. Der guckt dann nämlich auf der Erweiterungskarte. Okay. Es gibt eine Erweiterungskarte, die kann man reinstecken, genauso also bei fettes Teil wie das, die hier. Man musste allerdings, das hat mir damals einer in meiner grauen Jugend im Fido-Netz noch, hat mir einer gesagt, man muss da noch irgendwo einen Jumper setzen. Und dann war das nämlich vorgesehen, weil die von IBM waren nämlich nicht doof. Und die haben tatsächlich einen Megabit-Chip vorgesehen, den es damals noch nicht mal gab. Und der hat gepasst. Das war damals ein Siemens-Teil, weil der Herr Robel jetzt hier versucht, das Datum einzugeben. Mal Kopf auf der Tastatur tippen, wie ich das hasse. Und der lässt sich ja nicht betuppen, der will jetzt ein Datum haben. Ja. So. Hast du es endlich geschafft? Ah. Jetzt sieht man es, oder? Ah, ja. Die IBM Personal Computer DOS Version 1.00. Die gute. Die gute. Mach mal ein Mem. Kennt er noch nicht. Na, what? Bad Command or File Name. Aber man kann ja mal. DOS kennt er alle. Mit DIR kann man sich anzeigen lassen, was auf der Diskette drauf ist. Jetzt hätte ich jetzt noch wieder ein Addendum, weil du es jetzt wieder nicht sagst. Für alle, die also Retro-Gelumse rumschauen. Warum sagt er eigentlich Bad Command or File Name? Ne? Das könnte man jetzt. Was bedeutet die Fehlermeldung? Ja, er findet kein File, was so heißt, und das Command, was in der Command-Com hinterlegt ist, nämlich die Kurzkommandos, findet er auch nicht. Genau, es gab nämlich interne Kommandos, da hat er dann nicht nachgeladen und alle anderen waren für ihn einfach eine ausführbare Datei in seinem Hauptpfad. Und deswegen kommt eben Chilinit. Du musst ein Leerzeichen zwischen dir und W. W ist diese Wild-Option, dass man mehr sieht. Das wollte ich auch haben. Ja, DOS 0, 1.0. Hat so vieles noch nicht. Also DOS 1 ist eine Krankheit. Ja. Das erste vernünftige DOS war 5.0.1. Aber es gibt auf jeden Fall eine Command-Com hier auf der Platte und die wird natürlich ausgeführt. Und da stehen die grundsätzlichen Befehle drin, wie DIR oder sowas. Die gibt es hier nicht internen, als. Also falls ihr irgendeins braucht, versucht eine 3.4 oder ich glaube 3.3 oder 3.4 zu kriegen oder eine 5.0.1. Ich hätte noch 1.1 da. Ehrlich gesagt, weiß ich es da nicht, aber die furchtbar war die 401, die hat nur viel Speicher gefressen und ab der 501 konnte man bei ab 286 den High Memory Area da verwenden. Halt ab 386 SX, Entschuldigung, das habe ich gelogen. Aber Checkdisk. Checkdisk ist super. 40 Files, 160 hat auch schon diesen, Files. Hat er schon diesen Formatbefehl? Der soll auch ganz toll. Ja. Unbedingt. This is crazy. DOS 1 ist übrigens auch sehr lästig auf Disketten, es gibt nämlich keine Unterverzeichnisse. Also DOS 1 nicht nehmen. DOS 1 nicht nehmen. Aber es funktioniert. Also der Rechner startet mit DOS. Das ist crazy. Man könnte hier auch jetzt zum Beispiel, ich habe hier so eine Spiele-Diskette, ich habe mal was vorbereitet. So eine PC-Spiele-Diskette ist ja schwierig, Spiele zu finden, die überhaupt auf so einem System noch laufen, mit 256 Kilobyte Speicherplatz. Dann wechseln wir mal nach B. Nee, da können wir jetzt zum Beispiel das Programm Pack Girl A starten. Eines der wenigen Spiele, die auf MDA laufen. MDA, sind das nicht irgendwelche Drogen? Ja, unbedingt. Die brauchen wir hier manchmal auch. Und siehe da. Das ist erstaunlich. Mit Sound, ne? Mit Sound. Und man könnte jetzt hier auch spielen. Das waren auch noch die Zeiten, jetzt kommt wieder sinnloses Wissen. Wenn du das dann auf dem
XT oder AT hast laufen lassen, dann wurde es zu schnell und dann gab es diese berühmte Turbo-Taste, um dann irgendwie den Rechner runter zu verlangsamen, damit man das noch spielen konnte. Und wenn jemand, genau, auch wieder sinnloses Wissen, wenn der Robel hier sich jetzt hier abspielt, falls jemand wissen will, wie schnell sein Computer im Verhältnis zum IBM PC ist, da gab es diesen wunderbaren Landmark-Speed-Test und dann kam dann irgendwie so, ist 1000-mal so schnell wie ein IBM PC oder so, was immer 386er hatte. Ist auch total lustig. Du musst jetzt wieder was erzählen, ne? Du sollst jetzt hier nicht spielen. Ich versuche nur die Seite. Ich hab den Highscore. Ja, weil es sich keinen gespeichert hat, oder? Von 1982 ist übrigens das Spiel. Ist ja toll. Mal schauen, ob man das mit Control Break. Ah, kann man sogar. Ja, also als Spielecomputer. Da war schon was geboten. Also nichts. Okay. Das mal zum Thema. Wir laden das Betriebssystem von Diskette. Früher war man ja mit so wenig, wir hatten ja nichts und da war man mit so wenig schon zufrieden. Das ging ja auch noch tatsächlich schnell, war ja nichts drauf. Und irgendwann hat es einem dann natürlich nicht mehr gereicht. Und dann ist man unzufrieden geworden und man hat richtig viel Kohle ausgegeben. Und dann hat man in seinen Rechner reingeguckt und hat sich gedacht, da muss was passieren. Dein Tisch wackelt. Das kann überhaupt nicht sein, das wäre aufgefallen. Da haben bestimmt alle schon drauf gewartet. Sie wollen immer schon mal wissen, wie so ein alter PC von Ihnen aussieht. Ich war echt froh, dass ich es eine Weile lang nicht mehr sehen musste. So. Was haben wir Zeit mit den Köpfen in diesem Klump verbracht? Ja, verschwendete Lebenszeit, aber es hat so Spaß gemacht. Das Interessante ist nämlich, dieses Uralteil hat bloß 5 Steckplätze. Das hat es einem nicht leicht gemacht, weil hier hinten ist übrigens die MDA-Karte. Also die Schwarz-Weiß-Grafikkarte. Zusätzlich, weil noch so viel Platz drauf war, hat man dann einen Parallelport damit reingebaut. Der steckt da unten. Aber so ein Parallelport besteht letztendlich eigentlich auch bloß aus 2 TTL-Bausteinen, die man halt mit Flipflops setzt. 254 oder irgend sowas. Noch nicht mal. Alles diskret. Hm. Das hier ist der Floppy-Controller. Also diese ganze Karte ist eigentlich nur dafür da, um die beiden Floppy-Laufwerke zu bedienen. Und interessant auch an der Stelle, auch dieser Floppy-Controller-Baustein, der da drauf ist, das ist ein 8272. Das ist ein ganz standardmäßiger Floppy-Controller-IC. Also der kann eine ganze Menge, der kann Daten und Taktimpulse voneinander separieren, der kann auch schon eine Spur formatieren, der kann die Prüfsumme bilden und so weiter. Also der nimmt einem sehr viel ab. Das ist das PC-Netzteil. Liefert plus 5 Volt, plus 12 Volt, minus 12 und minus 5. Wie lange hast du den geputzt? Sehr lang. So sehen PCs nicht aus. Das hier sind übrigens die RAM-Bausteine, die ich nachgerüstet habe, die mit den silbernen Deckelchen. Ja. Also serienmäßig sind da bloß 64K bestückt und auf 256 kann man es ausbauen. Man sieht hier auch, also hier auf der Platine steht es auch drauf, ist 64K bis 256K CPU. Mhm. Es gab noch eine alte Variante, die konnte deutlich weniger. Daher kommt auch unter anderem der Spruch mit, dass 64K genug sein sollten, ja, weil es kam auch der erste IBM-PC mit 64K. Genau, und das ist schon der Gute. Der Gute. Was man hier auch sieht, mal einen kleinen Blick drauf werfen, das hier ist das BIOS EEPROM. Also in diesem Fall ist es wirklich ein EEPROM, weil ich es nachgebrannt habe. Ist auf meiner Webseite nachzulesen, deren Namen wir wieder wie üblich nicht nennen wollen. In diesem BIOS steht drin, mit welcher Schrittgeschwindigkeit die Floppy-Laufwerke die Spur wechseln. Und das ist voreingestellt auf 4 Millisekunden, glaube ich. Das ist deine Show, genau. Ja, warum ist denn das wichtig, sowas zu wissen, sowas zu verändern? Ja, und diese Laufwerke, die jetzt hier drin verwendet werden, sind zu langsam. Das heißt, wenn ich das Original-BIOS nehme, kommen diese Laufwerke gar nicht mit der Spursuche. Und deswegen musste ich in dem BIOS einen Parameter ändern, der die Spurwechsel langsamer macht. Und dann ist auch dieser PC in der Lage, mit genau diesen Laufwerken zu... Sag bloß, das kann man auf deiner Homepage nachlesen. Das kann man auf meiner Homepage nachlesen. Und diese 3 EEPROMs oder ROMs daneben, das ist das Basic. Das waren die anderen, die man jetzt vorher gesehen hat. Genau. Und dann hat man noch ein paar DIP-Schalter, da kann man sagen, ich habe einen mathematischen Coprozessor verbaut, der passt nämlich hier auch rein. Boah, den kann sich aber keiner leisten. Nee, das bringt auch nichts, weil ich habe überhaupt kein Programm, wo der so benutzt wird. Es gab ganz wenig. Und ob man Floppy hat oder nicht und naja, lauter so Sachen. Also der Coprozessor, das weiß ich noch, bei meinem 386SX, der Intel war damals in der Größenordnung 700 Mark. Das kommt hin.
das war also mehr als der Prozessor damals gekostet hat. Ganz toll, das Ding hat sogar einen Lautsprecher. Hat man vorher gesehen, ja. Ist, haben eigentlich PCs immer, aber der ist ja total primitiv, der kann ja bloß eine Frequenz ausgeben. Ne? Der kann Piep machen, ja, aber der kann mehrere Frequenzen ausgeben. Ja, du kannst ihm eine Frequenz vorgeben, aber alles andere musst du zusammenfaken. Ja, also so von wegen FM und Multiton und sowas. Vergiss es, das wird sich nie durchsetzen. Wenn man jetzt dann einfach zu wenig Speicher hat und es nervt einen alles an, dann nimmt man hier dieses Teil. Der ist schon ein bisschen aufwendiger. Das ist ein Festplattencontroller. Da ist schon richtig Logik drauf, weil Festplatten sind nicht ganz so einfach zu kontrollieren. Die sind nämlich sehr schnell. Da hat es ein Microcontroller nicht mehr getan, ne? Nee, da ist mehr Hardware drauf. Also ich glaube, es ist ein Z80, der da drauf ist und ein BIOS, ein eigenes. Also das Ding hat wirklich ein eigenes BIOS. Ah, dann hat er es ja dadurch angemeldet, okay. Das hier sind so spezielle Controller, die kümmern sich dann wirklich auch mit sehr schneller Logik um die Spuren und Zugriffe und Schreiben und Lesen. Und das ist. Das war ein bisschen der Trick, bevor du jetzt da was vor dich hinblurst. Ja. Wenn man die Festplatten nicht anmelden konnte, dann hat man einfach, dann haben die eben das BIOS mit auf die Karte gepackt und der hat ja das danach ausgeführt. Also wenn das mir ist aufgefallen, wenn hier der Festplattencontroller drin steckt, dann laufen die Floppy-Laufwerke nicht mehr. Das heißt also, dieses BIOS setzt sich über das BIOS, was hier auf dem Board ist, hinweg. Okay. Das wusste ich jetzt auch nicht, dass er das ich wusste es auch nicht. Ich habe es nur festgestellt, dass ich plötzlich nicht mehr von Diskette laden kann. Und das sind jetzt auch zwei Anschlusskabel, man beachte, ne? Ja, habe ich vorhin schon gesagt. Einmal habe ich nicht aufgepasst. Und einmal Steuerleitung und einmal Power to the Bauer. So, und dann... Hast du auch gesagt, dass man zwei anschließen kann an so einen Strang? Kann man, ja. Nein, habe ich nicht gesagt. Aber gut, dass ich es dir ergänzt habe. Gibst du mir mal bitte die Noppenfolie oder irgendwas nicht leitendes? Jetzt haben wir hier das Festplattenlaufwerk. Ist aber eigentlich schade, weil die Seite ist schöner. Da sieht man nämlich den Schrittmotor, der den Kopf steuert. Also so ein Festplattenlaufwerk besteht aus einem Stapel Platten. Die befinden sich hier unter dem Deckel. Einem Stapel Köpfe, und zwar für jede Platte zwei, nämlich einen Kopf oben, einen Kopf unten. Die befinden sich hier auf so einer Schiene und können so verschoben werden. Und das Verschieben der Köpfe macht dieser Schrittmotor hier. Und damit das Laufwerk weiß, wo der Kopf gerade steht, gibt es hier noch eine Lichtschranke. Und ganz unten drunter ist noch ein Spindelmotor, der die Festplattenköpfe antreibt. Ja, und wenn man jetzt eine Festplatte drin hat, dann wird natürlich alles besser. Schneller. Und besser. Ja, tun wir. Also erstmal sieht man ja gar nichts. Ne? Der Cursor blinkt wieder. Jetzt macht er wieder seinen Speichertest. Die Festplatte läuft schon, das hört man dann an diesem sonoren Summen. Floppies sind keine drin. Es versucht auf die Floppies zuzugreifen. Das wird nichts. Ah, jetzt hat er sie nicht gefunden. Wahrscheinlich habe ich sie falsch eingesteckt. Na gut. Das ist wie bei USB. Zwei Möglichkeiten und beim dritten Mal klappt es. Ach so, mit eins und Kanal 1 und 2 oder wie? Ja, sie zuckt. Mhm. Und jetzt haben wir gebootet. Mit irgendeinem... Error Reading Clock. Das ist egal. Und der Prompt ist witzig. Der Prompt ist witzig, das ist irgendein DOS, was ich nicht kenne. Ach so, das sagt auch keine Version dazu, oder? Nein. Aber er hat jetzt schon auf die deutsche Tastatur umgestellt. Also jetzt kann man wirklich auf der Festplatte ackern. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Checkdisk mache... Dann geht es nicht. Falsch geschrieben. Checkdisk. Dann ist er hier am Rödeln und am Suchen und am... Aber das sieht nach irgendwas Speziellem aus. Clock, Kalenderboot. Hä? Bist du dir sicher, dass der nicht da irgendwas noch im Hintergrund ausgeführt hat? Nein, das ist... Okay. Keine Auto-Exekutor oder so? Also derjenige, der mir die Platte verkauft hat, hat die vorher getestet und hat halt dieses Betriebssystem drauf gemacht. Das ist auch irgendein altes DOS. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel Tür mache, dann habe ich hier auch einen Ordner DOS ganz unten. Ja, du hast eine Auto-Exec-Button und so weiter, ja. Ja, okay. Ich weiß aber nicht, was das für eine Version ist. Aber kann wer, man beim alten DOS rausfinden, was wer, das ist? Ich kenne bloß, dass man WER eingeben kann. Ich weiß aber nicht, ab welcher Version das geht. Ah, 3. Ja, das ist schon recht gut. Gut bist du. Weißt du auch mal was? Ja, ab und zu, ganz selten. Aber hier geht es natürlich schon deutlich schneller. Also erstmal habe ich dann Unterverzeichnisse auf der Festplatte. Und nochmal, wenn ich jetzt auf das Checkdisk zurückgehe...
dann stellen wir fest, wir haben 10 Megabyte Gesamtkapazität und wir hätten sogar noch 8 Megabyte verfügbar. Das heißt also so ein ordentliches MP3 in einer guten Qualität und die Platte ist voll. Ja, aber es gab ja keine Soundkarten damals. Pornobilder waren auch von gemächlicher Qualität, würde ich sagen. Ja, sehr übersichtlich. Da war die Welt noch sehr in Ordnung. Ja, also das war hier natürlich das Schlachtschiff. Wer auf den Kleinwagen verzichtet hat und dann doch lieber richtig Computertechnik investieren wollte, der hat sich diese 10 Megabyte Festplatte gekauft. Und das Schöne daran ist, es funktioniert hier wirklich alles noch. Das ist erstaunlich, weil die Platten sind meistens irgendwann durch Lagerschäden im Eimer. Ja, ich habe zu Hause noch eine rumliegen, die ist auch auf meiner Webseite und ich habe auch ein Filmchen davon gedreht, so ein ganz kleines auf meinem Kanal. Mhm. Die hatte ich ja komplett auseinandergenommen und die Plattendeckel, Teller runtergemacht, in der Hoffnung, dass man die Spindelachse schmieren kann. Aber man kommt nicht dran. Also die Spindelachse ist wirklich komplett verbaut. Mhm. Auch wenn man alle Platten runtergemacht hat und die Köpfe demontiert und alles mögliche, man kommt nicht dran. Aber ich habe sie wieder hier zum Laufen gebracht. Nur ich bin noch nicht dazu gekommen, dass wir es gelesen hätten, weil ich nicht von Diskette booten kann. Da bin ich noch am Rummehren. Kurz, vielleicht kann man in das BIOS guckt man auch nicht rein von dem Controller, weil das war dann manchmal so. Man könnte es ja auslesen. Das ist ja ein Prom. Ja, aber ich meine BIOS-Settings aber hat er wahrscheinlich nein, nicht, nein, oder? Nein, der hat keine BIOS-Settings. Das ist alles festgesetzt. Und ich habe das jetzt auch verstanden. Also in dem Original BIOS wird ein Pointer gesetzt auf ein Daten-Array, da stehen alle Parameter drin für die Diskettenlaufwerke. Und das hat man im späteren BIOS ja einfach genauso gemacht, nur dass man in einem EEPROM abgespeichert hat, welche Nummer, von welchem Daten-Array man die Nummer hat. Deswegen waren bei den alten BIOS auch keine beliebig einstellbaren Plattenparameter drin, sondern du hattest Nummer 1, das war die 10-Megabyte-Platte, dann hattest du Nummer 2, das war vielleicht eine 20-Megabyte-Platte. Das waren so vorkonfigurierte Sektor, Köpfe, Spuren, Tracks und so weiter. Das wusste ich jetzt nicht, weil sonst, ich kenne die Platten, dass da noch eine Tabelle drauf ist, wo auf der einen drauf steht, welche Daten man ergeben muss und welche kaputt sind. Ja, das ist das was anderes. Das ist die Bad Sector List. Genau, aber die musste man alle von Hand eingeben. Ja, das macht man aber allgemein mit einem Tool, was von dem Plattenhersteller kommt. Das kenne ich nicht. Ich kenne, dass man es im BIOS ganz, ganz früher eingeben musste. Ja. Aber das gibt es hier gar nicht. Also, ja, das ist ja alles auch vor AT-Bus-Platten. Ab da war das ja auf der Platte dann hinterlegt. Ja. Das ist ein IBM PC. Einer der allerersten PCs, die es auf dem Markt gab. Sauteuer, unheimlich stabil und funktioniert auch heute noch. Gut, jetzt machen wir noch ein bisschen einen Teardown von dem Rest. Nein. Genaue Fotos oder so finden sich dann auch auf meiner Webseite, also hochauflösende Sachen. Interessiert aber, glaube ich, niemand. Niemand würde auf die Idee kommen. Niemand würde auf die Idee kommen, da reinzugucken. Haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, die Leute fragen ja auch nie nach deiner Homepage. Niemals. Ist auch uninteressant. Viel spielen können wir jetzt auch nicht mehr. Dann nee, also da kannst du. Doom läuft übrigens nicht drauf, als die Frage kommt. Ach, oder, ach so. Ja. Schade eigentlich, ne? Die CGA-Karte versuche ich demnächst mal in Betrieb zu nehmen. Das Interessante übrigens bei der CGA-Karte, also die Herkules bzw. hier die NDA-Karten sind fies. Das ist vielleicht noch ein Tipp zu dem Monitor, der sieht ja toll aus und der flimmert nicht. Also ich glaube, da kannst du deine Kamera einstellen, wie du willst, da flimmert nie was. Das liegt daran, dass dieser Monitor extrem lang nachleuchtenden Phosphor hat. Das habe ich jetzt schon fast befürchtet. Wenn ich das Ding jetzt hier rausziehe, weiß nicht, ob man es jetzt noch sieht. Also wenn man es dunkel macht, sieht man das noch bestimmt 5 Minuten lang, was da drauf stand. Das war ja die Optimierung bei Bildschirmen. Man kann länger nachleuchtend machen, aber dann kannst du dich ja keine schnellen. Da gibt es keine Bewegbilder, ja. Dafür ist es aber total augenschonend. Und die Horizontalfrequenz ist ein ganz fieser Wert, so knapp über 18 kHz. Das heißt also, man kann das auf einem normalen Fernsehmonitor nicht darstellen. Sehr gemein. Ja, die CGA-Karte wieder hingegen, die hat die 15,6 kHz. Das geht's. Ah, das hast du vorhin gesagt. Auf Never the Same Color. Never the Same Color, Farbe. Kann man auf einem normalen Fernseher angucken, ist halt dann schwarz-weiß. Die Preise für solche Systeme, die noch funktionieren, sind mittlerweile in astronomische Höhen geschossen. Aber du reparierst ja gerne, habe ich gehört. Ja, ich repariere unheimlich gerne. Was ich nicht reparieren lässt, sind solche Festplatten. Wenn die kaputt sind, sind sie kaputt. Wobei Datenwiederherstellung dürfte kein Problem sein. Wahrscheinlich kannst du das mit der Lupe lesen. Das kannst du mit der Lupe lesen und Bit für Bit machen, ja. Ich habe jetzt letztens einen Bericht gesehen über das Lesbarmachen von Disketten. Fand ich total faszinierend. Auch Disketten mit Dellen. Gespeichert sind ja die digitalen Daten hier auf der Platte durch Flusswechsel, also durch magnetische Flusswechsel. Und wenn da jetzt Fehler drauf sind, mag es sein, dass diese Flusswechsel
noch vorhanden sind, dass sie aber zu schwach sind, um hier von der Logik erkannt zu werden. Und man hat dann wirklich versucht, den Analogausgang von dem Lesekopf zu dekodieren. Okay. Und dann den Level halt so zu setzen, dass man es gerade noch so erkennen konnte. Man liegt dabei bei Millivolt, die entscheidend sind. Analog oder digital haben Sie das dann? Analog. Erstmal also analog. Also nicht in die AD-Wand da rein und dann... Nein, nie. Also ich meine jetzt, um es im Nachhinein noch lesbar zu machen. Ja, Sie mussten es ja erstmal so weit verstärken, dass es wieder lesbar war. Und dann sind dann auch Drops drin, wobei man dann aber weiß, an diesem Punkt kann jetzt zum Beispiel kein Flusswechsel kommen, weil das ein ganz spezielles Timing ist, diese FM- oder MFM-Dekodierung. Und dann mit viel Mühe kann man dann auch aus völlig kaputten Disketten noch was rauslesen. Drops? Sind da so Bonbons? Ja, wenn jetzt da zum Beispiel ein Kratzer drin ist. Ach, ich dachte, da wären Bonbons rausgeflogen. Drops, ja, da ist der Drop gelutscht. Genau, da ist die Diskette nicht lutschen. Genau. Kleiner Tipp an die Kinder. Das bleibt auch am Hals hängen. Ja, auch die magnetische Schicht schmeckt nicht gut und ist, glaube ich, nicht so gesundheitsförderlich. Faszinierend finde ich darauf, dass hier ein Prüfsiegel drauf ist. 3. April 2021. Auf der Platte oder? Auf der Festplatte. Okay, weil sonst elektrische Prüfung hätte ich jetzt mir noch vorstellen können. Nein. Derjenige, der sie mir verkauft hat, hat sie sehr sorgfältig geprüft und auch sehr sorgfältig bespielt. Und ja. Ich hoffe, er freut sich, dass sein Prachtstück jetzt in guten Händen ist. Schön, immer wieder schön, wenn jemand Wolfgang sein Prachtstück zeigen kann. Ja, manchmal muss man halt auch ein bisschen mehr dafür zahlen. Und wenn es dann besonders groß ist, dann gibt man auch mal gern Geld dafür aus an. Manche Leute jetzt wollten ja Altherrenwitze. Die wollten sie haben. Der war jetzt halt über den Zaun gebrochen, weil es. ja, wir geben uns alle Mühe. Es wirkt manchmal schon ein bisschen. Schon fast bemüht. Ein bisschen ne? bemüht, ja. Ja, gut. Ja. Schickt uns Schnaps bei denen, vielleicht wird es dann wieder besser. Dann kriegst du jetzt die Challenge. So, jetzt das nächste Mal ein XT. Das ist langweilig. PC? Ist zu modern. Ah. Mit so einem modernen Kram. XT ist ja dann auch nicht so viel weiter. Ich glaube, da war dann schon die Festplatte fest verbaut. Mhm. Ich rede jetzt aber gar nicht mal ganz an. XT war. Ich glaube, die gab es nur noch mit Festplatte. Ich glaube, der einzige, den es ohne Festplatte gab, das war hier der PC. Das kann sein. Aber ohne Festplatte Büroarbeiten zu machen, macht ja wirklich keinen Spaß. Naja, also bei der Lautstärke, obwohl die Schreibmaschinen waren damals auch nicht leise in Büros. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Deckel drauf. Also du machst den Deckel auf dem Rechner, meine ich natürlich. Was? Oh, diese Ruhe. Hörst du sie? Ja, ich kenne noch solche Laufwerke, also die Festplatten. Allerdings, bei mir war es halt ein bisschen moderner. Ich hatte eine Siegel mit einem ST02 SCSI-Controller. Gleiche Bauhöhe, aber halt wupping 80 Megabyte. Ja, ja. Da hatte ich auch eine MFM-Variante davon. Wenn man die nicht festgeschraubt hat im Festplattenschacht, dann ist die beim Losfahren, wenn die sich kalibriert hat, hat die erstmal einen Satz gemacht, weil da schlägt dann der Kopf am Anschlag an und dann macht das Ding dann. Und das sind die Besten, die wirklich mechanisch gegen Anschläge fahren. Die sind super. Aber sie lief. Ja, gut, also. Apropos, ja, sie laufen doch. Ja. Dann vielen Dank erstmal. Zu Risiken und Nebenwirkungen schreiben Sie Kommentare an Ihren Arzt oder Apotheker. Ja, die Leute schreiben dir sicher gerne wieder Kommentare. Jo. Gut. Vielen Dank auch immer für die guten Beiträge in den Kommentarspalten. Wie ihr gesehen habt, reagieren wir beide drauf, mehr oder weniger. Je positiv oder negativ, das entscheiden wir dann völlig egal. Punktuell. Je nach unserer persönlichen Belustigung. Ihr bleibt nicht ungehört. Manche bleiben ignoriert, aber gut. Okay, damit machen wir mal. Ich glaube, jetzt machen wir mal Schluss, weil jetzt machen wir bald die Stunde voll. Ja. Und man sollte immer noch ein bisschen klatschen, um die Leute, nicht wegen nicht Beifall, sondern ein bisschen wieder aufwecken. Ne? Aufwecken. So, also grüß Gott für alle, die jetzt später sich eingeschaltet haben. Jetzt noch einen Kaffee. Ist es wirklich schon so spät? Leute, wie die Zeit vergeht. Stimmt es wirklich, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Und ihr, die jetzt gepennt habt, ja, ich habe viel Parchin Panther gesehen, ja. Jugend. Die jetzt gepennt habt, müsst es wieder zur Strafe nochmal von vorne angucken. So. Erzählen Aber Sie das zählt ja, ne, in der Statistik. Das zählt, ja, das ist völlig okay. Lass es einfach auf Dauerschleife laufen. Ja, genau. Gut, also dann machen wir jetzt Schluss hier. Ich hoffe, es war spannend. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. Gibt noch mehr Spaß. Hauptsache, du gehst jetzt. Tschüss. Ciao.